Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial hier in EEP auf meinem Kanal. Ja, dieses Mal widmen wir uns dem Thema Blockstrecke. Dazu habe ich hier etwas Kleines vorbereitet, mehr dazu gleich. Erst einmal, Blockstrecke an sich sorgen allgemein dafür, dass Züge ihren Sicherheitsabstand, kann man sagen, einhalten und damit nicht ungewollt ein anderer Zug auf einen anderen drauf fährt. Und genau wie man das heute schaltet, zeige ich euch mal anhand diesen Beispiels, ja, weil wenn man ganz ehrlich ist, ganz, ganz minimal ist das, ja, eine Strecke und so kann das dann natürlich weitläufige dann am Ende auf der jeweiligen Anlage sein. Wir starten mal damit. Geschaltet habe ich hier noch nichts, das machen wir jetzt zusammen und alles, was man dazu braucht, sind eben zwei Kontaktpunkte pro Signal. Ja, und beginnen einfach mal mit Signal 001. Erstmal beginnen wir damit, überall Kontaktpunkte zu platzieren, damit die jeweiligen Signale auf halb setzen. Ja, denn das soll ja natürlich immer so sein. Wenn hier etwas vorbeifährt, sollen die jeweiligen Signale auf halb stehen. Oder vielmehr gestellt werden. Ja, das machen wir mit allen anderen natürlich auch. Wie gesagt, alles immer auf Halt. So, hier dann noch für den letzten. So, 50% hat man jetzt damit schon gemacht. Jetzt fehlen noch die anderen 50%, nämlich die Signale müssen ja auf irgendeiner Art und Weise auch auf Fahrt gestellt werden, weil sonst gibt es den ganzen Tag Stillstand. Und das ist jetzt eigentlich relativ einfach. Wir beginnen zum Beispiel mit dem Signal 1 hier. Und um das auf Fahrt zu stellen, muss hier etwas passieren. Ja, wir beginnen einfach damit, dass dieses Signal hier dann auf Fahrt gestellt wird. Also mit dem Kontaktpunkt, das erstellen wir einmal auf Fahrt. Die Richtung 1 kann man so machen wie bei allen anderen auch, weil unsere Loks fahren ja nur in die eine Richtung. Und wie gesagt, es bietet sich an, das immer jeweils pro Richtung zu machen, um am Ende vielleicht mögliche Fehler auszuschließen, ja, falls mal ein Zug in eine andere Richtung kommt, damit er nicht versehentlich ein Signal auf Fahrt stellt, was gar nicht auf Fahrt gestellt werden soll. So, eine Sache müssen wir hier immer noch machen, die relativ wichtig ist. Und zwar Zugschluss. Denn man weiß nicht, wie lang dein Zug am Ende sein wird, ob das nur eine Lok ist oder ein Güterzug mit 30 Wagen. Deswegen wird per Zugschluss eben dieser Kontaktpunkt erst ausgelöst, wenn der komplette Zug vorbei ist, egal wie lang der ist. Und das ist wichtig dabei, damit eben der Streckenbereich, der Blockstreckenbereich wirklich frei ist. Erst dann, das ist auch in echt so, darf der nächste Zug erst in diesen Blockbereich reinfahren. So, dann geht es weiter mit der 4. Das wird auf Fahrt gestellt, nachdem die Lok hier vorbeigefahren ist. Auch das wieder dasselbe Prinzip, Zugschluss und auf Fahrt. Ja, dasselbe wieder mit dem. Also immer das dahinter liegend befindliche Signal wird quasi mit einem Kontaktpunkt zu einem weiteren vorderen gesetzt. Damit man das hier übersichtlicher hat, habe ich gewiss auch eine kleine Strecke hier genommen, weil normalerweise wäre ja so eine Blockstrecke viel länger. Aber immer das dahinter befindliche Signal mit einem Kontaktpunkt zu dem anderen davor. Das dann jeweils immer mit Zugschluss auf Fahrt, wie gesagt, das immer und immer wieder. So viele Blockstrecken, wie ihr halt am Ende habt. Und das noch einmal. Ja, wenn jedes Signal insgesamt zwei Kontaktpunkte hat,
ist alles richtig. Ja, und wenn ihr, wie gesagt, nach dem Prinzip das so macht, dass immer das dahinter befindliche Signal eins davor hat, dürfte alles richtig sein. Hier an diesem Signal ist bewusst keine Lok, denn eins muss immer frei bleiben, damit hier überhaupt irgendeine Lok bewegt werden kann. Dadurch, dass diese Strecke jetzt quasi frei wäre, können wir diese Lok hier manuell auf Fahrt setzen. Und schon geht's los. Die wird ausgelöst für die soweit, bis diese Strecke wieder frei ist. Und das Ergebnis kann sich jetzt zeigen lassen. Ja, denn immer wenn jetzt eine Blockstrecke frei ist, darf eine Lok den nächsten passieren, so lange bis der nächste wieder frei ist. Und das ganze Prinzip funktioniert dann letztendlich auf der Anlage in groß genauso mit einer langen Strecke. Ja, dann sind die Abstände natürlich länger, aber auch dann, wenn man das so erstellt wie hier jetzt in dem Beispiel, fährt ein Zug erst in den Blockbereich, wenn er auch wirklich frei ist. Und das schließt Auffahrunfälle aus. Ja, und so könnte das dann die ganze Zeit weiter funktionieren in einer Endlosschleife ohne irgendeinen Zwischenfall. Ja, ich hoffe, ich konnte denjenigen helfen, die daraus lernen wollten. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen und geholfen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns eventuell bei einem weiteren Tutorial mal wieder. Also, bis dann und viel Spaß bei eurem Testergebnis auf eurer Anlage. Bis dann, ciao.